Hallo, grüezi miteinander. Heute schauen wir uns mal einen zukünftigen Mobilfunkantennenstandort in der schönen Schweiz an. Wir haben am 23. Januar 2011 eine mit GPS protokollierte Messung durchgeführt. Das bedeutet, Messwerte für hochfrequente und niederfrequente elektromagnetische Strahlung können in Google Earth einfach sichtbar gemacht werden. Zunächst wollen wir uns den Standort mal vom Boden aus anschauen. Dazu haben wir zusätzlich zur Messung vor Ort auch gefilmt. Wir befinden uns nun am geplanten Antennenstandort, Ecke Wiehaldenstraße, Wolfhauser Straße in Bubikon, Kanton Zürich, Schweiz. Auf dieses Gebäude soll die Antenne montiert werden. Es gehört dem örtlichen Elektrizitätswerk. Genau dort, wo die weiß-rote Stange auf dem Dach sitzt. Die Höhe der Antenne ist erstaunlich niedrig, speziell in Anbetracht der recht dichten Bebauung. Viele Wohnhäuser in lediglich 30 bis 50 Metern von der noch zu errichtenden Antenne. Wir befinden uns also, wie man sieht, mitten in einem reinen Wohngebiet. Jetzt sehen wir uns das Gebäude, auf das in Kürze Nattelantennen montiert werden sollen, von oben im Google Earth an. Um die momentane Belastung durch hochfrequente elektromagnetische Strahlung festzuhalten, bevor die Antenne montiert und in Betrieb geht, haben wir diese Messung durchgeführt. Die Messwerte der gepulsten Strahlung, summiert von 27 bis 3300 MHz, sind erfreulich niedrig und als rote Linie im Bild zu erkennen. Minimum 0,1 Mikrowatt pro Quadratmeter, Maximum 15 Mikrowatt pro Quadratmeter. Da fuhr ein PKW während der Messung direkt vorbei, in dem telefoniert wurde. Durchschnitt 0,6 Mikrowatt pro Quadratmeter. Das sind extrem niedrige Werte. Zum Vergleich, die offiziellen Grenzwerte, die sie nur davor schützen, in wenigen Minuten nicht grilliert zu werden, liegen bei 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter für UMTS. Diese werden sicher auch nach Aufstellung und Betriebnahme eingehalten. Wenn wir uns die ebenfalls aufgezeichneten Messwerte der Niederfrequenz von 50 Hertz, das heißt des Haushaltsstroms, der anscheinend in diesem Gebäude umgespannt wird, anschauen, in hellgrün, könnte das eine Erklärung für den Standort sein. Die Anwohner sind schon durch Niederfrequenz belastet, maximal 500 Nanotesla auf dem Gehweg. Die Messwerte der hochfrequenten elektromagnetischen Strahlung werden beim 100- bis 10.000-fachen Wert der heutigen unkritischen Werte liegen, nach Betriebnahme. Dieser sehr niedrige Standort wird etliche direkte Anwohner mit Mikrowellen stark belasten und zusätzlich ihre Immobilie mehr oder weniger unverkäuflich machen bzw. stark entwerten. Hier befinden wir uns etwa 350 Meter von der noch nicht errichteten Mobilfunkbasisstation entfernt. Es befindet sich hier eine kleine geschützte Zone für Amphibien, Frösche, Libellen und so weiter. Bei Drehtermin war der kleine Stausee zugefroren. Wir hoffen, durch die tiefere Lage ist der Teich etwas vor dem neuen Antennenstandort geschützt. In jedem Fall werden wir diese Messung nach Betriebnahme wiederholen, um die Belastung der Anwohner zu dokumentieren, die durch den neuen Antennenstandort entstehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sollten Sie Fragen haben zur Aufzeichnung, technische oder sonstige, besuchen Sie uns bitte im Internet unter microondes.wordpress.com, wie eingeblendet. Sie können uns dort unter Kontakt kontaktieren.